Ja, hallo. Hier ist der Janschi und ich zeige euch kurz was. Ja, ich bin im Weltall. Oben ist der Mond, unten ist die Sonne. Warte kurz, bitte. Hier. Jetzt müsste, ja, jetzt ist der Mond unten und die Sonne oben. Tralala. Tralalala. Jetzt ist die Sonne da und der Mond. Nein, da ist die Sonne und hier ist der Mond. Sieht doch geil aus. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, es ist immer noch niemand auf unseren Server gekommen, außer russische Mafia, Russian Mafia 97. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mehr meldet, denn ich habe gesehen, unser Video hatte 25 Aufrufe. Ich habe es zweimal angeklickt wegen den Kommentaren. Ich weiß nicht, wie viel mal Tibo, dann einmal russische Mafia oder zweimal. Ja, und wäre noch geil, wenn ihr uns mehr Orden schreiben würdet. Macht's einfach, es ist ein saugeiler Server. Ihr könnt ja mal reingucken und ihr könnt ja immer noch sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Also, ihr könnt einfach kommen kurz. Also, es würde mich freuen. Und falls ihr den Server cool findet, könnt ihr ja bleiben. Ja, ich bin, glaub, zu oberst, ja. Und das heißt, ich gehe jetzt runter. So, jetzt gibt es einen kleinen Flug. Wir fliegen gerade runter. Jo. Machen wir Creative Mode aus. Das ist mein Skin. Das Zeichen hier ist das Admin-Zeichen von allen. Oh, Scheiße. Wow! Nein! Oh, ich hab's! Ich hab's überlebt! Ja! In der letzten Sekunde. Ja. Wer sich gefragt hat, was diese Zeichen bedeuten, ich habe keine Ahnung, aber wir haben das Zeichen genommen als Admin-Zeichen. Ich habe das. Warte kurz. Hier. Ich habe das hellblaue. Warte. So. Lerch hat, glaube ich, das rote. Nein, er hat das blaue. Und dann machen wir Tibor den roten. Ja. Also hier, das wäre meiner. Tibor Lerch. Ich müsste die noch nach den Farben ändern. Ich weiß. Ja. Findet ihr nicht geil, dass die leuchten? Ohne Fackeln oder so etwas? Es hat nämlich Enderportale hier. Ja. Ja, was kann ich noch zeigen? Das hier hat der Russian Mafia gebaut. Hier. Danke vielmals nochmal. Minecraft Brothers. Boom. Ja, halt. So. Russian Mafia hat gerade etwas mit 60 Gold. Nein, 50. Etwas mit 50. Er hatte 35, hat das gebaut. Also, das Schild, den Körper hat eigentlich Tibor gebaut, den Kopf hat er noch gebaut, ich habe den Hut gebaut und er hat noch das Schild gebaut und dafür hat er 20 Gold bekommen. Also, es läuft alles. Er hat für dieses Haus hier 12 Gold bezahlt, denn er hat selber Dreck abgebaut und hierhin platziert. Nee, er hat 15 Gold bezahlt. Also, ich zeige euch kurz. Wenn ich das darf, Russian Mafia. Ja, okay, ist ja eigentlich mein Server. 8 Stacks mit Holzplatten. Also, eigentlich 2 Stacks mit normalem Holz. Ein Ofen. Wolle hat er auch selber geholt. Ich weiß nicht mehr wie. Ach ja, wahrscheinlich ist er Schäfchen killen gegangen. Hier unten hat er halt Dreck gesammelt, da macht er sicher noch einen Keller. Werkzeug ist inbegriffen.
Also du kriegst Diamantaxt und solche Sachen. Nur kein Schwert, weil sonst könntet ihr Leute killen, schnell. Und das wollen wir ja nicht, dass hier gekillt wird. Ja, das hat er sich gebaut, sehr schön. Die Fackeln, ein Stack Fackeln hat 2 Gold gekostet. Eben die Wooden Planks haben 10 Gold gekostet. Und die Glasscheiben haben auch 2 Gold gekostet. Also ein Stack Glasscheiben. Ja, und jetzt seht ihr schon, das kann man draus machen. Und er hat immer noch etwas mit 50 Gold. Und da denke ich, es ist gut, weil ihr könnt dann, also wenn ihr euer Haus gebaut habt, könnt ihr wieder zurückgehen, für uns arbeiten, Gold verdienen. Und dann könnt ihr mehr Material sammeln und euer Haus erweitern. Immer weiter, weiter. Oder ein drittes, viertes, zweites. So etwas, ja. Und ich finde es richtig geil, dass er das jetzt mal angefangen hat. Ich hoffe, er bleibt auf unserem Server. Heute haben wir schon eine Menge zusammen gemacht. Morgen ist ja das Turnier hier drin. Er kann leider nicht kommen. Machen wir einfach unter uns Admins. Wenn die nicht kommen können, dann machen wir es morgen noch nicht. Wir haben schon etwas für den nächsten Sonntag gebaut. Nächsten Sonntag ist ja, also, wie sagt man denn? Sagen wir mal, wie sollen wir dem sagen? Ich weiß nicht. Einfach ein Wettbewerb, wer das schönste Gebäude baut. Er ist dran, ich habe meins schon gebaut. Und am Sonntag kommt ein Video davon. Ja, der Server ist jetzt 2 Tage online besetzt. Oder 3. Also erst seit heute ist er dabei. Und das ist hier ist der Admin-Raum. Ja, einen schönen Penis. Hier noch Enderportal. Hier kommt ihr nicht hin. Wenn ihr hier hinkommt, gibt es eine Rast. Also wenn ihr hier irgendwie raufbaut oder so, gibt es eine Rast. Irgendwie 2 Tage Bann oder so etwas. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind wir nicht so brutal. Hier haben wir halt Zutaten. Ich weiß gar nicht, wieso ich euch das zeige. Das spawnt ja nur an, hier hinzukommen. Laufen wir schnell wieder weg. Hier haben wir eine Bücherei. Ich zeige einfach mal alles. Nee. Aber hier ist die Bibliothek noch zu sagen. Hier, ja. Ja, das hat wahrscheinlich Tibor gebaut. Das ist eh er gewesen. Er ist an allem schuld. Nee, aber was er noch gemacht hat, Tibor ist sehr hilfreich. Also, hilfreich. Das tönt wie ein Sklave. Nee, er ist super im Bauen. Guckt, was er gemacht hat. Einfach... vorher bin ich da noch durchgerannt und habe alle angeschalten. Jetzt hat er einen Knopf dafür gemacht. Das finde ich erstens mal gut. Kurz abschalten. Was ich auch noch gut finde, was er gemacht hat. Ja, die Torches sind von russischer Mafia. Nein, Timur, sage ich jetzt einfach Timur. Ihr wisst, Timur ist russische Mafia. Ja, was er auch noch gebaut hat. Das ist ja mein Thron, wo ich auch scheißen gehe. Nee, aber ja, was ich kontrollieren kann, ist die Lichter. Das finde ich noch geil, was er gemacht hat. Die Seite habe ich gemacht, aber er hat es mir gezeigt. Also der Tibor. So, ja, schön. Sehr schön. Ja, ich finde, es läuft sehr gut mit dem Server. Das war's auch schon.